Aber jetzt habe ich mindestens 4 Waffen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, aber es macht auch nichts. Waffen, die ich gar nicht kenne. Lebt ihr beiden wieder? Okay. Nerv nicht. Und kaputt. Ja, wieder rein in den nächsten Kampf aus dem Schützturm. Und der gestohlene Dahlfrachter geht kaputt. Komm, geht kaputt. Echt jetzt? Da runter. Steht unmittelbar bevor. Munition ist alle. Wo ist denn der. Nee. Die Waffe war geil. Ja, da war ich tot. Nun ja. Was zum Teufel ist das? Der Börre. Moment, du bist nicht Red oder Billy. Oh Mist. Der Börre hat die ganze Zeit für Sabedon gearbeitet. Oh, ja. Wir treffen uns in Concordia. Ja, wir müssen mit dem Kerl reden. Okay, killen. Verstanden. Immer mit der Ruhe. Wir tun ihm nichts, bis wir wissen, was mit ihm los ist. Hey, ich kenne dich. Runter von meinem Rasen. Das ist ein Hund, oder? Wieso ist denn der jetzt hier unten? Zielt auf den Schild, ihr Volltrottel! Geh drauf, oder du gehst drauf. Ich hab nichts von Leg mich mal wieder, bitte. Danke. Zurück ins Gefecht. Yeah, neue Stärke. Mehr Sauerstoff. Baba ist auch noch da.
Und ich prügel ihn zu Tode. Okay, bis fast vor Tode. Und Munition. Ihr macht mal, ich guck mal kurz was nach. Keine Badass-Tokens mehr. Hier habe ich alles gut. Habe ich keine Shotgun? Keine Shotgun. Okay, ich behalte die Waffen erstmal so, wie sie sind. Und eier jetzt einfach mal weiter hier rum. Mit Donny, Sie und Baba. Die ins nächste Level laufen. Triton Flats. Ja, mit diesem Charakter habe ich übrigens schon das Spiel einmal durchgespielt. Deswegen konnte ich auch wahrer Kammerjäger vorher auswählen. Jetzt nicht hier und loote. Weil ich es kann. Gerade wenn ich einsteigen will, ne? Und zufahren? Dann steig ich bei dir ein. Gut, dann heizen wir einmal um die Welt. Schießen auf alles, was hier irgendwie noch rumfleucht. Nehmen da zum Beispiel. Ich hab die Wachen bestochen. Spazier also einfach durch die Security. Komm dann zu mir, wenn ich per Schnellreise ankomme. Okay. Welche Mission haben wir? Kehre zurück nach Concordia. Gehen wir hin. Ja. Ein schönes Spiel mit viel zu viel Regeln. Nee, aber zu wenig Munition kann man haben. Irgendwas ist doch. Quatsch! Statten wir ihm einen Besuch ab. Wie gesagt, nicht schießwütig werden. Wenn er Infos hat, will ich sie nicht durch Blutgespotze hindurchhören. Er hat sowieso schon eine furchtbare Aussprache. Der Aufzug des Bürgers ist gesperrt, weißt du noch? Na, großartig! Na ja, ich habe eine Aufnahme vom Bettgeflüster zwischen dem Bürger und Serena. Der Lieblings... Nein, das würde nicht gehen. Könnten wir das Echo, wie der Beriff mit der Geisha spricht, verwenden? Ihn erpressen, um reinzukommen. Jetzi! Wir basteln uns einen empörten Zöllner-Claptrap. Hol die Aufnahme, Mox. Das ist eben ein... Hier ist Munition. Willkommen in meinem bescheidenen Zurück. Ich bin das Gesetz. Das Gesetz macht keinen Fehler. Und Granaten. Hey, Gesetzesbot! Du hast soeben einen Beamten bei der Ausübung seines Dienstes ge... Ja, wir möchten Anzeige erstatten. Euer toller Bürriff bricht Gesetze. Wir haben bewacht. Er bricht Gesetze? Erzähl mir mehr darüber! Danke für dein Engagement, Bürger! Sei versichert, es wird alles protokolliert! Lang lebe der Bürger! Verdammt! Du bist eine echt gute Zuhörerin. Das muss man dir lassen. Kann ich dich nicht morgen für eher körperliche Dienstleistungen buchen? Momentan bin ich vor Stress der reinste Vulkan. Etwas Entspannung würde mir gut tun. Sie wissen, dass Geisha-Bots nicht für so etwas programmiert sind. Serena, ehrlich? Ich bin dein Hyriff. Du würdest Concordia einen Dienst erweisen. Es soll auch dein Schaden nicht sein. Ich schwimme jetzt in Gelb von Dahl. Was kostet das denn? 19.000. Hat der Bürger nicht die erforderlichen Genehmigungen für derlei Aktivitäten? Und dadurch ist meine Empörung moralisch gerechtfertigt.
verstehe ich total, Kumpel. Es heißt, er hat just im Moment ein weiteres Stelldichein mit Serene. Ist das? Das war nicht. Das mag nach mir geklungen haben, aber jemand, der die gleiche Stimme hat wie ich, hat mich nachgemacht. Danke. Ja, danke. In dieser schweren Zeit meine Privatsphäre achtet. Vielen, vielen Dank. Entschuldigung. Da korrodieren einem ja die Aufrichtigkeitsregeln. Dieser Kerl ist fertig. Ohne interorganische Fraternisierungslizenz mache ich ihm das Leben zur Hölle. Okay, der Baba wollte weg, die anderen nicht. Da gucke ich doch mal kurz, was ich hier noch alles habe. Los, rein in den Aufzug! Sekunde, ich habe den Klassenmod, den ich gerne hätte. Ich bin blank und Zahltag ist der erste. Dieser IP. Wenigstens bedeutet der Laser, dass ich immer. Hey. Gut, während der andere noch ankommt, gucke ich nochmal, was ich jetzt so habe. Könnte ich die nochmal austauschen gegen ihn, aber. Sehen wir uns das mal an. Okay, der Typ findet den Eingang nicht. Los, Aufzug, fahr schon! Serena, ich komme, meine Liebe! Das ist schon besser. Okay, das sieht erstmal besser aus. Und los geht's! Auf zur Büre! Im Ernst, du Idiotenmaschine? Die Büros sind oben! Richtig! Ich bin ein kleiner Witzbold! Nach oben! Inwiefern war der jetzt eigentlich besser, der Mod hier? Nicht wirklich. War einfach nur lila. Rotes Licht! Okay. Grünes Licht! Was? Ich bin nicht im Menü. Ich wurde gecaptured. Ja. So, jetzt sind wir hier oben drin. Von Staatseigentum wird mit sofortigem Tod geahndet. Keine Besichtigung, Freunde. Sorry. Ausgang bitte durch den Souvenirladen, ja? Wieder kurz besterben, schön. Habe ich mir tatsächlich die geilste Waffe weggenommen gerade? Gut, dass ich hier oben wieder spawne. Und die Waffe wieder tauschen kann.
Okay, Das nenne ich Win-Win-Situation. Super! Los, weiter! Video. Jack! Jackie! Du hättest sagen sollen, dass du hier bist. Ich habe das Signal geortet, das unsere Systeme auf der Helios lahmgelegt hat. Und weißt du was? Es kam von hier, aus deinem Büro. Oh, Signal? Signal. Sie hat mich dazu gezwungen. Wo kam sie her? Und bitte, lüg mich an. Ich will unbedingt, dass du mich anlügst. Ich weiß es nicht. Was machst du jetzt mit mir? Hey, nichts. Ich habe nur ein bisschen mit dir gespielt. Los, verschwinde. Genieß dich der Bücher. Ich habe nachgedacht. Es gibt einen Weg zurück auf die Helios. Kann das was? Sieht jedenfalls irre aus. Ich ergebe mich. Oh, ich hätte dich leben lassen, du blöder Sack. Was ist los mit dir? Das war lebend. Okay. Wo war ich? Ah ja, bei meinem supergeilen Masterplan. Um den Kampf auf die Helios zu tragen, brauche ich eine Armee. Also bauen wir eine. Geh runter zu Springs und erklär's dir unterwegs. Ich bleib hier und filze die Sachen. Wir bauen eine verdammte Roboterarmee, Baby. Jawoll! Die Shoppingliste ist kurz. Ein paar gute Gefechtsfahrwerke und für die Steuerung eine 1A-Militär-KI. Es heißt, Springs hat so eine KI. Hey Max, weißt du, wo ich mir ein paar heiße Roboter... Da der Riesenlaser nun ja alle töten wird... gut, ich kenne Leute, die vielleicht nach der Hardware suchen würden. Ich rede mal mit ihnen und... Klingt gut. Beeilung, Leute. Wir haben... Nur kurz Zeit bis zum Ladebalken. Und jetzt geht's weiter. Echt jetzt? Dieser Laser ballert immer weiter. Gut. Gut. Macht sie ihr Make-up richtig. Ja, schön. Können wir dann hier weitermachen? Ich gehe mal wieder hier in die Kneipe. Hey Kirschen, yay! Yeah. Und nochmal! Er haut sich erstmal die Getränke rein. Hey Barbot, ich will mit dir sprechen. Warte, wer den Jackpot gezogen hat. Ich schäme mich nochmal zu Daft Punk. Los, tanz mit mir, Siren. Hey, hey. Roland? Was bringt das denn da? Mini-Trap ist im Einsatz! Nein! Hey, Mini-Trap! Klopp, klopp! Wie das? Was? Ja? Erst wenn du alt genug bist! Rein in dein Gesicht! Zusätzlich Nahkampfschaden! Ja. Bin gefährlich, Feuerrate, ja. Mm-hmm.
Ilias ist das. Verdammt. Ja, ein paar geile Moves. Wo ist denn der nächste hin? Hier steht sehr gut. Die ganzen Waffen, die ich jetzt gerade gewonnen habe, kann ich gar nicht nutzen, weil ich Level 29 brauche und ich bin Level. Wo steht's? Wenigstens habe ich ihn zu Hause. Gute Hinweis, ja. Seht ihr vielleicht, welchen Level ich habe? Unten, drunter, 28. Wenigstens wundern, höre ich die Züge immer pünktlich. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Vorbei und aus alt wird neu. Feuert ein schnellartiges Kugelhagel um ein abprallendes Projektil herum ab. Erzeugt zunächst eine Implosion, die in Richtung Granate zieht, bevor sie explodiert. Geht gut. Da hat wohl jemand was zu kompensieren. Und 9 Bombplätze, die ist noch besser. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Knusper, knusper. Na, wie läuft? Maxi sagt, ihr habt es auf Militär-KI abgesehen. Sorry, aber versucht's mal bei einem Kumpel von mir. Ein kleiner Knirps namens Picke lebt in den Autos. Und dann geht's weiter. Eigentlich kommt man da nicht hin. Aber das kann ich ändern. Nimm diesen Scrambler. Ja, nehme ich. Also, ich gebe dir die Koordinaten einer alten Tagchen. Mein Wandler Bessie ist abgeraubt und ich brauche dringend ein paar Ersatzteile. Ersatzteile für Wandler wachsen nicht auf Bäumen. Aber zum Glück weiß ich von 2 Scav-Wandlern, wo du, mal suchen kannst. Keine Sorge, sind beide gestohlen. Ist also nicht so, dass du ehrliche Leute beklaust. Der erste ist hinten auf einem Buggy drauf. Ich schicke dir die Koordinaten auf dein Echo. Auf zum fröhlichen Shopping! Yay! Wandler sind irre Geräte. Sie basieren auf Dahl-Technologie, die ich vor einer Weile in die Finger gekriegt habe. Sie nehmen alles Zeug auf, das du nicht mehr brauchst und wandeln es in neue nützliche Ausrüstung um. Waffen, Schilde, was das Herz begehrt. Echt nützlich, die Dinger. Wollen die uns alle umbringen mit dem Ding? Vielleicht.